Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Und zwar haben wir heute 8 leckere oder nicht leckere Produkte vom Aldi, die wir gleich testen werden nach dem Trailer. Herzlich willkommen zurück. Und zwar haben wir hier Getränke vom Aldi. Sunkist. Ja, und habe mir gedacht, gut, sind das so eine ganz normale, naja, den Namen nenne ich jetzt nicht. Probieren wir mal. Und soll das hier eigentlich für eine Geschmacksrichtung sein? Fruchtmix. Ja, riecht sehr süß. Ja, ein bisschen zuckerarm, aber ganz gut. Softdrink aus Apfel. Okay. Ist gut, nicht zu süß, so ist angenehm. Ist ein schönes Erfrischungsgetränk. So, und dann hätten wir noch eins. Ja, die Kamera stellt jetzt. Was hätten wir dann hier? Okay, typisch von der Farbe her. Was muss jetzt wohl sein? Orange. Ja, riecht sehr nach Orange. Ja, der Geschmack bleibt ein bisschen auf der Strecke. Ja, aber kann man trotzdem trinken. Wenn es eiskalt ist im Sommer, ist das schon angenehm. Ja. So, stellen wir hier oben hin. Ja. So, jetzt haben wir was für die Mucki-Männer unter euch. Also genau beurteilen jetzt bezüglich Ballaststoff etc. pp. Kann ich nicht, weil ich bin kein Fitness-Guru. Es geht hauptsächlich jetzt um Konsistenz und Geschmack. Ja. Und zwar sind es Fitnessriegel von Wertbar. So. Die gibt es auch beim Aldi. Das ist jetzt Geschmacksrichtung Kokosnuss. Mit fruchtigen Nüssen. Okay, fruchtige Nüsse. Wo gibt es denn fruchtige Nüsse? Wertvoller Snack, reich an Ballaststoffen. Ja, jetzt war natürlich hier an dem Snack ein bisschen blödes. Hier gibt es auch keine Kalorienangabe. Ja, gut. Das ist natürlich für Fitnessleute ist das ein bisschen blöd, wenn die nicht lesen können, wie viel Eiweiß, wie viel Protein und so weiter. Das ist natürlich Käse. So. Gucken wir da mal raus. So sieht das gute Stück aus. Ja, so. Ja, sieht aus wie so, ja, wie so ein Hunderiegel. So ein Hundesnack. Ja, ist relativ hart. Man kaut schon ein bisschen drauf rum, so. Definitiv. Ein bisschen klebrig an den Zähnen, klebt an den Zähnen. Geschmacklich, ja. Ja. Schmeckt man die Kokosnuss raus. Die Nüsse, ja. Geht so. Aber ist ganz lecker. Also, ich habe schon mal welche gegessen. Die waren total widerlich. Die konnten man irgendwie in die Tonne klopfen. So, jetzt haben wir hier Haselnuss-Kakao. Na, Kamera. So. Ja, auf jeden Fall einfach ein bisschen schwierig aufzumachen, extra für Mucki-Leute. Sollen keine normalen Leute aufkriegen. Ja, ist es denn jetzt? Das ärgert mich jetzt hier auch ein bisschen. Na. Sieht auf jeden Fall optisch immer geiler aus. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob man es sieht, ist ein bisschen dunkel. Ja. Die Kamera stellt noch ein bisschen schlecht scharf, aber auch man kann es sehen. Ist auch so ein dicker Riegel, noch härter als der andere. Hm.
geschmacklich, ja, ein bisschen bitter von der Schokolade her. Also nichts, dass man jetzt sagt, die Zartbitterschokolade von dem Geschmack her, sondern irgendwie anderes bitter. Schmeckt komisch. Finde ich jetzt nicht so lecker. So, dann haben wir hier Mandeln mit Cashewkerne, Cashewnüsse. Ja. Die geht schon wieder leichter auf. Ja, das Ding sieht natürlich wieder aus wie so, ja, so ein Riegel für den Hund. Ja. Ist auf jeden Fall weicher. Das ist gut. Das schmeckt sehr gut wieder. Obwohl ich jetzt sagen muss, der ist auch wieder ein bisschen süß. Also. So, und jetzt geht es noch weiter mit Multinorm. Das sind so Eiweiß-Proteinriegel. Da gibt es auch beim Aldi. Ja, die Kamera hat dort keine Lust. So. Haben wir auch 3 Stück von. Und jetzt haben wir die Geschmacksrichtung. Tja, was ist das hier? Stracciatella. Ist eigentlich geil. Stracciatella im Eis. Finde ich cool. Dass das im Riegel auch so schmeckt. Sieht auf jeden Fall optisch schon viel schöner aus. Ja. Na, Kamera nimmt immer mich. So. Sieht optisch auf jeden Fall schon besser aus. Ist weich. Mit irgendwas, was knistert. Milchig auf jeden Fall. Das schmeckt gut. Ja, kann man von vorne mal gucken. Ja, das ist echt gut hier. Das kann man gut essen. So, und jetzt haben wir noch eins mit Himbeere. Ja. So, ich kann es mir erst mal gucken. Ja, hinten sind, bei den Riegeln ist es Gott sei Dank also auch etwas besser. Da hat man natürlich auch direkt hier die Brenndaten, oder wie man die auch nennt. Na, die Kamera macht das jetzt nicht so ganz. Das ist ein bisschen klein. Ja doch, jetzt. Da kann man genau sehen, wie viel Eiweiß, Vitamine, Phosphat und so weiter. So. Ja, sieht auch wieder gut aus. Eine schöne weiße Schokolade. Lässt sich gut durchbeißen, weich. Knistert ein bisschen. Ja. Schmeckt gut, ja. Erinnert mich so ein bisschen an hier von Mao Amda, die Kaubonbons da. Auch vom Geschmack her. Als würde man so ein Kaubonbon essen. Aber ja, ist gut. Kann man machen. So, und jetzt haben wir noch einen in Vanille. Ja, Vanillegeschmack. Ja, auch wieder ein weißer Schokolade. Ja. Auch wieder optisch ganz gut. Kann man nichts dran meckern. Das Ding ist sehr weich. Ja. Das Ding schmeckt ein bisschen langweilig. Man schmeckt aber ein bisschen die Vanille raus, ein bisschen die Schokolade. Im Großen und Ganzen ist sie relativ langweilig. Ja, hoffe, das Video war für euch interessant. Als Kaufempfehlung oder nicht. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.